Hallo, guten Morgen. Guten Morgen zusammen. So, wir haben leider derzeit noch mehr freie Stühle wie das, dass da Menschen drauf sitzen. Aber es kommen noch ein paar rein, das weiß ich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr euch reingeschaltet habt. Ich habe eine ganz kleine Geschichte am Anfang. Und zwar vor 21 Jahren, da haben uns ein paar nette Menschen besucht, die haben uns die Augen verbunden, haben uns die Treppen runtergeführt, in ein Auto gesetzt und kreuz und quer gefahren. Und dann haben sie uns irgendwann mal hingesetzt auf den Stuhl und die Augenbinde aufgemacht und schwuppdiwupp war es eine kleine Überraschungsparty für meine Frau und mich. Und es war einfach super und war einfach nett. Und die Geschichte ist mir gekommen und ich dachte, warum kommt mir die Geschichte? Und ich habe das einfach mal für uns heute hier übertragen. Uns wurden die Augen verbunden und wir waren orientierungslos. Ich habe damals wirklich gemerkt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber für euch bitte ich, dass ihr heute alle Sinne einsetzt. Dass alles, was ihr habt, was ihr von Gott bekommen habt, dass ihr alle Sinne einsetzt. Und ich bitte euch auch, den Heiligen Geist noch mit einem kleinen kurzen Gebet einzuladen, dass er euch führen darf, dass ihr nicht orientierungslos seid. Und bei uns war damals das Ziel, war diese Überraschungsparty. Und für heute habe ich gedacht, es ist einfach so ein gutes Ziel, eine Begegnung mit Gott zu haben. Das würde ich mir einfach wünschen für mich und für euch alle zusammen, dass ihr von Gott heute Morgen überrascht werdet. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich weiß es nicht. Manchmal ist so ein Gottesdienst da und man wird echt überrascht und manchmal nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde mir das für heute und für euch und für mich wünschen, dass es so ist. Und vielleicht ist dieser kleine Start einfach so ein kleiner Opener, dass ihr das anders angehen könnt. Deswegen setzt eure Sinne ein. Ja, und lade den Heiligen Geist ein, dass er euch führt an die richtige Stelle im Gottesdienst. Yeah.
strahlt über mir, über mir. Dein Lächeln strahlt über mir, über mir. Dein Lächeln strahlt über mir, über mir. Oh, oh. Dein Lächeln strahlt über mir, über mir. Dein Lächeln strahlt über mir, über mir. Dein Lächeln strahlt über mir, über mir. Feel
Fürsten ist reich deinem Schein, niemand gleich dir, so wie du. Im Himmel lässt du wiedersehen, lässt uns aus Asche erstehen. Gott, du bist stärker, Gott, du bist höher als alle anderen. Gott, du bist Heiler, unfassbar mächtig bist du, unser Gott. Himmel lässt du wiedersehen. Was wir begreifen können, Herr Vater, ist deine Liebe, dass du uns so frei gemacht hast, Herr, bei allem, was um uns rum tobt und stürmt, versucht Einfluss zu gewinnen, Herr Vater. Aber du hast uns frei gemacht davon, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine Treue, für deine Liebe, Jesus. Yeah.
my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Danke, Vater, dass wir einfach deine Kinder sind und dass sich dann manches einfach auflöst, weil du als Papa da bist, aber auch als Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und bei dem alles möglich ist. Danke, dass wir von dir so begrüßt werden und heute Morgen auch den Gottesdienst so erleben dürfen. Ja, ich hatte vorher so einen Eindruck, dass manche auch vor Herausforderungen stehen und dass es ist wie eine große Mauer. Und ich glaube, heute Morgen hat Gott eine Lösung für dich. Es
gibt ganz verschiedene Wege, wenn man an der Mauer steht, was da ist. Da kann man durchbrechen. Da kann man einen Schritt zurücktreten. Mit Gott können wir über Mauern springen. Und manche Mauern fallen ein. Gibt es ganz vielfältige Wege, wie deine Herausforderung gelöst werden kann. Und ich glaube, Gott ist heute Morgen da, um dir das zu erklären, um dir das in dein Herz zu geben. Vielleicht ist es nur ein Gedanke oder eine Hoffnung, dann verfolg diesen einfach weiter. Nimm das mit und nimm es im Gebet mit, besprich es mit anderen. Aber ich glaube, dass wenn du vor dieser Wand stehst, dass Gott dich nicht alleine lassen möchte. Das weiß ich zu 100%. Ich bin schon vor vielen Mauern gestanden und ihr, glaube ich, auch. Und wenn Gott einen durch diese Mauer durchführt oder diese Mauern zum Einsturz bringt, dann ist es so überwältigend und so befreiend. Und das wünsche ich mir einfach. Und ich möchte dich heute Morgen einfach nochmal motivieren und sagen, geh zu Gott und Gott hat einen guten Plan. Wir haben jetzt noch eine Zeit, wo gerade weitere prophetische Worte, Worte der Erkenntnis oder Offenbarung, wo ihr weitergeben könnt, wo für Einzelne oder für die ganze Gemeinde sind. Wir schalten dann auch kurz YouTube aus für diese Zeit. An dieser Stelle unterbrechen wir jetzt unseren Gottesdienst. Und zwar hat das den Grund, dass wir im Gottesdienst jetzt eine Zeit für persönliches Gebet haben. Das heißt, es werden verschiedene Impulse weitergegeben. Wir werden vielleicht für manche Anliegen beten. Eventuell gibt es auch Erlebnisberichte von dem, was Einzelne mit Gott erlebt haben. Und jetzt sind es natürlich zum Teil sehr persönliche Dinge, die wir da weitergeben. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, diesen Teil nicht live im Internet zu senden, auch um die Persönlichkeitsrechte der entsprechenden Personen zu schützen. Und deshalb gibt es jetzt eine kurze Unterbrechung für ein paar Minuten. Die gute Sache ist aber, hier gibt es dafür jetzt ein paar wichtige Informationen, die man sich anschaut. Super. Ich würde gern jeden fragen, wie es euch geht. Weiß nicht, interessiert mich einfach und vielleicht haben wir ja nachher noch Gelegenheit dazu. So ein paar Momenten, ein paar von euch sehe ich nicht so oft und da denke ich einmal, wie geht's denn eigentlich? Was macht der Job? Was macht die Familie? Was macht die Krankheit? Was gibt es da so Dinge, wo einen manchmal eine Weile verfolgen? Ja, genau. Wenn ihr nachher jemand zum Reden haben wollt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Genau, mich interessiert's. Super, den Nachbar wahrscheinlich auch. Genau, weil den Nachbar kenne ich auch, wo neben dir sitzt. Ich habe ein paar Abkündigungen. Nächsten Sonntag gibt es einen Gottesdienst mit Paul Childers. Paul und seine Frau Susi gehören zur Leiterschaft von der University of the Nations, von YWAM, auf Hawaii. Wir bekommen Besuch aus Hawaii. Das ist doch immer nett, ne? Dieter hat es letzte Woche so super angekündigt, deswegen wollte ich noch was anderes weitergeben. Der Paul, der ist echt ein ganz, ganz klasse Kerl. Der predigt von seinem Herzen, der predigt herausfordernd, der predigt auf dem Level, wo ich einfach merke, das tut einem gut, wenn man das mitnimmt. Und deswegen einfach wärmste Empfehlung, ladet noch ein paar Leute ein und wenn ihr nächste Woche kommt, seid vorbereitet, das ist echt gut. Ebenso am nächsten Sonntag gibt es noch einen weiteren Highlight. Ja, das kam schon früher, das Grillen. Danke. Wir werden wieder grillen. Wir haben vor 3-4 Wochen haben wir mal da gegrillt. Es war echt nett da draußen. Wir haben das alle gut gewuppt. Und das wollen wir wieder tun. Und die Inge, die organisiert es. Das heißt, wenn du noch was beitragen möchtest, nämlich einen Nachtisch oder einen Salat, dann darfst du dich gerne bei der Inge melden. Die Liste ist draußen am... Jetzt bin ich gestolpert. Draußen am Eingang, an der Theke, gibt es eine Liste. Und die verantwortet die Inge. Okay, ihr dürft aber auch einfach natürlich gerne einfach so kommen. Recht herzliche Einladung zum Grillen nach dem Gottesdienst. Genau, super. Ich freue mich drauf.
Und dann habe ich noch eine kleine Abkündigung. In den Sommerferien wird es jede Woche Gottesdienst geben. Genau, bis auf Widerruf, haben wir gesagt. Sollte es tatsächlich irgendwie aus irgendwelchen Gründen eng werden, werden wir dann auch die Freiheit haben, mal sagen, okay, wir bekommen es nicht hin. Vielleicht an der Stelle noch. Super, ich darf an Christoph übergeben. Und der Christoph hat heute zwei Teile und ich bin mal echt gespannt drauf. Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus heute Morgen. Schön, euch hier zu sehen. Wow, was für ein sonniger, toller Tag, oder? Stefan, ich habe gedacht, dass du gerade gefragt hast, wie geht's uns? Vielleicht so kurz von unserer Seite aus, wir sind wieder fit. Wir hatten uns ja auch mit Corona erwischt, fast zwei Wochen lang. Deshalb waren wir es auch die letzten Male nicht hier. Mittlerweile sind wir wieder einigermaßen fit, aber an der Stelle auch viele Grüße an alle, die vielleicht heute Morgen aus Krankheitsgründen nicht da sein können. Gute Besserung und hoffentlich wird es schnell wieder besser. Man muss es nicht mitgemacht haben, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten, wir haben heute einen besonderen Sonntag. Wir wollen gleich unsere ganzen Kleingruppen vorstellen. Das wird eine ganz tolle Sache und ich glaube, da haben wir ganz, ganz vieles, wofür wir so unheimlich dankbar sein können und ganz viele tolle Möglichkeiten einfach auch. Das ist die eine Seite, aber davor gibt es jetzt noch einen kurzen Impuls, warum uns das eigentlich auch wichtig ist mit diesen Kleingruppen. Und wie manche ja auch wissen, sind wir gerade unter anderem privat auch mit Hausbauen beschäftigt. Rohbau ist im Moment so der Zustand, der aktuelle. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so an dieses ganze Bauprojekt gerade denke und bin ja ständig irgendwie auch mit beschäftigt. Also das Gute ist, da gibt es viele Leute, die viel für uns machen, weil ich da absolut gar kein Fachmann bin in die Richtung. Aber das Spannende ist schon, wie viel Planung da dahinter steckt, hinter diesem ganzen Projekt. Ich denke immer wieder, das ist, wenn ich mit unserem Bauleiter telefoniere, das ist echt faszinierend, wie das dann durchgetaktet ist und wann was, wie, wo geliefert werden muss, damit dann diejenigen Handwerker weitermachen können und in welcher Reihenfolge das alles passen muss. Also bisher passt es noch ganz gut, aber die spannenden Zeiten kommen noch, so Richtung Herbst. Aber ich wundere mich immer wieder, wie viel Planung einfach da drin steckt und wie wichtig die Planung auch ist an der Stelle. Und jetzt ist es, glaube ich, ziemlich selbstverständlich, also hoffentlich, wenn man ein Haus baut, mein vielleicht nicht immer, aber ich glaube, es ist einfach total sinnvoll, da viel Planung reinzustecken bei solchen Projekten. Manchmal denke ich mir dann aber, wenn ich so an mein Leben mit Jesus denke, dann wundere ich mich manchmal über mich selber, weil ich denke, sag mal, irgendwie, da hast du viel, viel weniger Planung drin. Wenn so die Frage ist, wie wächst eigentlich mein geistliches Leben? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wie viel, sagen wir, Planung oder Überlegungen investiert ihr da an der Stelle? Also ich selber habe für mich festgestellt, ganz oft lief das bei mir eher so nach dem Zufallsprinzip. So nach dem Motto, naja, schauen wir mal, was kommt, gell? Und dann irgendwie wird es schon funktionieren. Und ja, und da ist auch was dran. Das funktioniert dann schon auch irgendwie und irgendwann. Nur ich habe festgestellt, an manche Themen komme ich so einfach dann gar nicht vorbei. Und dann wachse ich vielleicht in manchen Themen gar nicht, weil ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, was eigentlich so Gottes Plan ist, was der nächste Schritt ist. Hey, wo will Gott mich denn gebrauchen in diesem Leben? Ich meine, irgendwie ist es doch recht schnell vorbei, dieses Leben, denke ich manchmal so. Gell? Die Zeit rast so an einem vorbei, die Jahre auch. Und irgendwann schaust du so zurück und denkst, hey, was ist eigentlich alles passiert? Und war das denn jetzt das, was Gott vorhatte oder nicht? Oder meine, man kann sich da, glaube ich, auch künstlich Stress machen. Das ist die andere Seite, die auch nicht gut ist. Aber meine Idee war sozusagen, hey, wie ist denn das eigentlich? Wie viel investiere ich denn da auch an Planung an der Stelle? Und jetzt wissen wir natürlich, klar, Wachstum, das kommt von Gott, das kann man nicht irgendwie machen, gerade auch so im geistlichen Bereich. Und da kann man auch nicht alles planen, das ist natürlich auch klar. Aber ich glaube, wir können einen Rahmen schaffen, dass wir wachsen in unserem Leben mit Jesus. Und darum soll es heute Morgen auch gehen. Und wir wissen alle diesen großen Auftrag, Matthäus 28, den Jesus uns mitgegeben hat, so seine letzten Worte auch. Wir kennen die Geschichte und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie und so weiter. Und dann kommen diese ganzen Verse, die wir auch gut kennen. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Wow. Ein riesiger Auftrag, mit dem wir immer noch gut beschäftigt sind. Was ist ein Jünger? Vielleicht so am Rande, wenn das Wort hier erwähnt wird. Ein Jünger ist nichts anderes als ein Auszubildender, als einer, der lernt. Ganz einfach eigentlich. Also jemand, der lernt, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt.
Und jetzt sehen wir diesen riesigen Auftrag und dieses Macht zu Jüngern. Ja, und wie geht das jetzt? Das steht jetzt nicht mehr so ganz direkt drin in den Versen. Aber da steht vieles an anderen Stellen drin. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 kriegt man so einen kleinen Eindruck, wie das in der ersten Gemeinde eigentlich abgelaufen ist und wie das da funktioniert hat. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Das seht ihr vorne auch, wir lesen es gerade mal. Sie, also die Gemeinde, verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Jetzt sind die Verse natürlich die Lieblingsverse wahrscheinlich von jedem Leiter, von jedem geistlich Verantwortlichen, oder? Wenn du das über deine Gruppe sagen kannst, dann alles richtig gemacht. Das ist doch so der Idealzustand, wenn man das hier liest, den wir irgendwie versuchen, alle nachzueifern, wenn wir ehrlich sind. Wahrscheinlich der Lieblingsvers aller Gemeindeleiter. Aber klar, es könnte man sagen, ja, vielleicht ist ja doch ein bisschen idealisiert, was wir hier so lesen. Und fairerweise, wenn wir die ganze Apostelgeschichte lesen, stellen wir fest, es war jetzt nicht immer nur so, wie es hier beschrieben ist. Ein paar Kapitel später schon die ersten Streitereien in der Gemeinde und Diskussionen und doch auch sehr menschlich. Aber wir sehen hier viele Dinge, die die gemacht haben, die einfach gelaufen sind, die denen irgendwie geholfen haben zu wachsen. Und wir wissen, diese erste Gemeinde, die ist ziemlich schnell gewachsen, innerhalb von ganz kurzer Zeit von fast null oder von 70 auf mehrere tausend in kürzester Zeit. Wie haben die das eigentlich hingekriegt, dass das alles so funktioniert hat? Auch so eine Frage, auf die wir immer gerne Antworten hätten. Steht nicht ganz so viel dazu drin, aber ich glaube, wir können hier schon so manche Eindrücke mindestens kriegen, wie das funktioniert hat damals. Und jetzt könnte man natürlich sagen, klar, die Theorie, die hier steht, die ist natürlich schön und gut, aber hey, wer erlebt denn das jetzt wirklich praktisch, oder? Also welche Gemeinde erlebt denn das, was hier drin steht? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne keine. Also Teile davon ja, aber nicht alles. Und ich würde behaupten, ich kenne ein paar Gemeinden, durchaus. Aber es ist uns sonnenklar, das ist natürlich nicht so einfach hinzukriegen und umzusetzen, was da steht. Und wenn wir ehrlich sind, in unseren Gemeinden ist ja doch oft so, dass vieles dann doch sehr ähnlich ist, wie das, was außerhalb der Gemeinde geschieht, richtig? Wenn wir über das Thema Scheidungen denken, wenn wir über viele andere Streitereien und Diskussionen und Probleme denken, dann ist doch oft in der Gemeinde gar nicht so viel anders wie außerhalb der Gemeinde, ehrlich gesagt. Und irgendwie ist das eine echte Herausforderung. Der Friedrich Nietzsche, ein Philosoph, den er sicher auch kennt, beziehungsweise der jetzt nicht so als der große christliche Philosoph bekannt ist, ganz im Gegenteil, der hat mal gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ja, aussehen, gut, ich glaube, er meint damit nicht nur das Äußere, sondern ein bisschen mehr damit sicherlich. Aber ich glaube, da ist was dran, oder? Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Vielleicht ist da eine große Wahrheit drin. Wir müssten doch mehr noch einen Unterschied machen, auch in dieser Welt. Und manchmal ist es so, man versucht dann oft so von diesen Sonntagsgottesdiensten auch als Christ zu leben. Und das ist nicht schlecht, das ist eine tolle Sache. Aber wenn wir ehrlich sind, wirst du heute Nachmittag hier rausgehen aus diesem Gottesdienst. Und ich weiß nicht, wie viel Veränderung dann wirklich passiert ist in deinem Leben. Ich bin da mittlerweile relativ realistisch als Pastor, weil ich weiß, viele Gottesdienste verändern auch nicht viel. Das ist gut und das ist schön. Aber die entscheidenden Veränderungen passieren oft nicht in Gottesdiensten. Das sind vielleicht kleine Anstöße dazu oder so und das ist auch wichtig, gar keine Frage. Aber das reicht halt nicht. Das ist nicht genug. Und eine Woche kann ganz schön lang sein, wenn es nur einen Sonntagmorgen gibt, wo du Gemeinschaft mit Christen hast, richtig? Das kann ganz schön herausfordernd sein. Also wenn wir so überlegen, wir brauchen irgendwie geistliches Wachstum, richtig? Und die Frage ist, wie bleiben wir denn Jünger? Wie bleiben wir denn Lernende? Wie können wir denn Licht in der Welt sein? Wie können wir denn tatsächlich einen Unterschied machen? Und vor allem die 100 Millionen Euro Frage, wie kann denn echte Veränderung passieren? Wie kann es funktionieren, dass Gott uns richtig von innen raus verändern darf? Viele, viele Fragen. Und wenn wir so nochmal an Matthäus 28 denken, stellen wir fest, hey, diese Veränderung, die fällt offensichtlich nicht einfach vom Himmel. Jetzt steht da drin, wir sollen zu Jüngern machen. Da steht nicht drin, Gott macht zu Jüngern
und wir schauen zu. Da steht nicht drin, betet, dass viele Jünger gemacht werden. Steht da auch nicht drin. Wobei das sinnvoll ist, dafür zu beten. Keine Frage. Aber da steht eindeutig drin, wir sollen es machen. Richtig? Das ist unser Auftrag. Und das heißt ja nicht, dass Gott da nicht dabei ist. Das glaube ich jetzt auch nicht. Aber das ist unser Job. Und die Frage ist, wie kann das praktisch funktionieren, auch in der Gemeinde? Es funktioniert nicht nur über Veranstaltungen, das wissen wir alle auch. Und jetzt gibt es ein interessantes Bild in der Bibel und ich bin sehr dankbar für die Deko heute Morgen, die ich jetzt etwas zweckentfremden werde. Oh ja, sonst fliegt noch was runter, gell? Ich glaube, ich lasse es besser stehen, bevor wir es hier abräumen. Aber ihr seht diese schöne, schöne Pflanze hier, die hier so schön hier hoch wächst, die diese Bühne so toll dekoriert hier. Und eine Pflanze ist in der Bibel ganz oft ein Bild für unser Leben. Es gibt ganz viele Verse, wo so Vergleiche sind, ob mit Ölbäumen, mit Weinreben und mit was noch, mit Palmen und sonst wo. Da gibt es eine ganze Fülle von Bildern in der Bibel dazu. Und diese Pflanzen, die haben ja sowas an sich. Es gibt manche Pflanzen, die wachsen eben einfach. Und manche Pflanzen, die sind eher so gestaltet wie diese hier. Die wachsen nicht so ganz einfach, sondern die brauchen manche Unterstützung, die brauchen manche Hilfe, wie dieses Gitter hier dahinter, das ihr so schön hilft, dass diese Pflanze sich hier hochranken kann und hier in die Höhe wächst. Und Jesus hat ja über uns auch gesagt in Johannes 15, dass wir wie die Reben an so einem Weinstock sind, dass wir nichts ohne ihn tun können. Das ist auch eine steile Aussage, gell? Wir können nichts ohne mich tun, wow. Und von daher würde ich sagen, wir sind wahrscheinlich eher so eine Pflanze, die diese Unterstützung braucht, wenn wir nichts ohne Jesus tun können, richtig? Wir sind wahrscheinlich eher weniger die Pflanze, die man einfach irgendwo einpflanzt und dann wächst die halt wie Unkraut und das ist dann auch okay. Da brauchen wir nichts gießen und sonst nichts und ja, gießen, aber das ist ein anderes Thema. Unter uns gesagt, ich habe mir vor längerer Zeit mal eine App auf mein Smartphone geladen, da kann man so diese Pflanzen einscannen und wenn dann so braune Blätter oder irgendwas dran sind, kriegt man dann so die Tipps, was man dagegen tun kann und wie viel man gießen muss und was weiß ich, weil erfahrungsgemäß bei uns das Allermeiste relativ zügig eingeht, so in unserem Haushalt. Aber je nachdem, es gibt Hilfen, das ist die gute Nachricht. Nee. Obwohl, so viel gebracht hat es bisher auch nicht, aber okay, lassen wir das. Jedenfalls, wenn wir diese Pflanze sehen, wir wissen, die braucht diese Hilfe, diese Unterstützung, um zu wachsen. Und ich finde, es ist ein tolles Bild. Kommt auch nicht von mir, aber ich finde, es ist ein richtig gutes Bild, um zu zeigen, was da passiert ist. Wenn wir jetzt nochmal weiterschauen in die Apostelgeschichte und uns mal überlegen, diese Dinge, die die da gemacht haben, wenn man die mal als so ein Gitter sieht, wie bei dieser Pflanze, dann könnte das so ähnlich aussehen. Da sehen wir, die hatten Gemeinschaft, die waren im Gebet, da war die Lehre der Apostel, das Brotbrechen war ein Teil, gemeinsames Essen, Bedürftige unterstützen und so weiter, Gott zu loben. Also da waren ganz viele Dinge. Und ich glaube, diese Dinge haben denen geholfen, mit Jesus unterwegs zu sein. Das war wie so ein Wachstumsgitter für die. Die sind dadurch gewachsen, indem sie die Dinge getan haben, ganz simpel. Und ich glaube, das ist ein richtig gutes Bild für uns. Und es zeigt, dass wir diese Dinge auch brauchen im Hintergrund, wenn wir mit Jesus wachsen wollen. Mit Jesus leben funktioniert nicht, wenn du einfach sagst, ich glaube jetzt an Jesus und die nächsten 3 Jahre mache ich einfach weiter wie seither und vielleicht lese ich noch ab und zu meine Bibel oder so. Das ist eine gute Idee, aber das ist zu wenig. Das wird nicht richtig funktionieren in 99,9% aller Fälle. Ein paar wenige Ausnahmen mag es geben. Wenn wir jetzt sehen, die hatten irgendwie eine gewisse Struktur da drin. Und wenn wir den Text anschauen, stellen wir fest, da gab es Dinge, die haben die täglich getan. Das muss man fairerweise auch sagen, manches ging bei denen täglich, auch mit diesen täglichen Treffen und so. Die haben alle in Jerusalem gewohnt, das war sehr übersichtlich und die haben alle, waren fast alle Nachbarn, wenn man es mal so sehen will. Da ist es relativ einfach, sich täglich zu treffen. Ist es bei uns heute ein Tick schwieriger, weil wir doch etwas verteilter wohnen. Aber trotzdem ist da manches drin. Oder wenn wir ans Thema Gebet denken, sie verharrten im Gebet, heißt es dort. Wir denken immer gleich, oh, die haben da ein Gebetstreffen nach dem anderen organisiert und hatten da irgendein Gebetshaus oder irgendwie sowas Ähnliches. Ich glaube, das war viel einfacher. Da stand der Tempel noch in Jerusalem und da waren die normalen jüdischen Gebetszeiten, 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends. Und da bist du einfach in den Tempel gegangen, wie der Rest der Stadt auch, zum Beten. Das ist dann relativ einfach, vor allem, wenn es alle anderen auch machen, stimmt's? Dann funktioniert es gut. Aber da ist dann einfach so ein gewisses Gitter hier dahinter, an dem man wachsen kann. Da ist eine Struktur da, die uns hilft. Wie könnte das für uns heute aussehen, wenn wir mal so weiterschauen? Vielleicht können wir die nächste Folie kurz einblenden.
Man könnte da noch ganz, ganz viel natürlich hinschreiben. Das ist ja nur so bruchstückhaft hier. Nur mal so ein paar kleine Ideen. So ähnlich oder auch ganz anders könnte es für uns heute aussehen. Wo wir sagen, hey, Beziehungen sind was Wichtiges. Dann ist da deine Arbeit, die irgendwie auch mit deinem Glauben in Verbindung steht, ob du willst oder nicht, weil du da auch als Christ unterwegs bist. Dann brauchen wir heute Ruhezeiten, sind ganz zentrales, vielleicht noch viel wichtigeres Thema wie damals. Abgesehen davon die Struktur mit dem Ruhetag, 7. Tag Ruhe und so. Wir ahnen, wo sie herkommt, aus der Bibel, richtig. Also hat schon seinen Sinn. Da bietet Gott uns auch schon so ein gewisses Gitter im Hintergrund. Man könnte sagen, Gottesdienste, irgendwelche Hilfsprojekte, Evangelisation natürlich, den Austausch, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen und. Ganz, ganz viele Themen, die man da jetzt drauf schreiben könnte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo wird das jetzt irgendwie praktisch? Wenn wir jetzt heute Mittag rausgehen und sagen, ich weiß, ich müsste mehr tun, dann war das nicht das Ziel der Predigt und dann war es zu wenig. Sondern wir sollten schon konkret schauen, wo kann ich denn was machen und wo macht es denn Sinn? Und deshalb reden wir heute Morgen über Kleingruppen. Das ist für mich einer der ganz zentralen Punkte bei diesem Kleingruppenthema. Nicht der einzige, aber einer der ganz zentralen. Weil ganz viel von dem, was hier vorne steht, und man könnte noch ganz viel ergänzen, ganz viel davon passiert unter anderem bei uns in dieser Gemeinde in Kleingruppen. Kaffee trinken fehlt noch vorne, aber das passiert auch im Gottesdienst. Auch ein zentraler Punkt der Geschichte. Der Austausch beim Kaffee, das sind oft die besten Gespräche, vor allem wenn der Kaffee gut ist. Aber jedenfalls, wir sehen, das sind ganz viele Sachen, die könnte man alle in einer Kleingruppe organisieren. Und ganz viel von dem ist bei uns tatsächlich auch in Kleingruppen organisiert. Nicht nur in Kleingruppen, da vorne steht auch noch ein Begriff, auf den man unbedingt hinweisen muss heute Morgen, nämlich Dienst. Das ist auch so eine ähnliche Geschichte oft. Und oft sind die Übergänge fließend, würde ich sagen. Oft haben wir Dienstteams, die eigentlich Kleingruppen sind. Und wie Kleingruppen funktionieren, das gibt es genauso. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich auch zu beteiligen, auch hier in der Gemeinde. Da kann man vom Medienbereich anfangen und über ganz, ganz viele andere Projekte. Wir suchen praktisch eigentlich überall Mitarbeiter und Verstärkung, wenn man so will. Wäre nochmal ein anderes Thema, auch das mal noch mehr vorzustellen. Aber wir sehen, diese Kleingruppen können da ganz viel abdecken davon. Und deshalb kann uns das unheimlich weiterhelfen. Und Kleingruppe, das ist für mich so ein bisschen was wie dieses Gitter für diese Pflanze hier. Deshalb starte ich auch immer selber Kleingruppen. Weil ich mir sage, hey, das hilft total. Das ist einfach ein Riesensegen. Für Verantwortliche vielleicht sogar noch mehr, wie für die, die teilnehmen dürfen, je nachdem. Aber das hilft mir einfach. Dann habe ich ein Treffen in der Woche drin, wo ich weiß, hey, da passiert was. Da treffe ich richtig klasse andere Leute, da beten wir zusammen. Da können wir uns austauschen. Da haben wir vielleicht ein bestimmtes Thema oder irgendeine bestimmte Aktivität, die wir zusammen durchziehen. Und es ist richtig, richtig gut. Und es macht Spaß und man lernt neue Leute kennen und es ist einfach eine tolle Geschichte. Und am Ende des Tages bist du irgendwo mit Jesus unterwegs und wir wachsen. Und wir haben die tolle Chance, neue Leute mit dazu einzuladen in diese Kleingruppen und zu sagen, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, uns kennenzulernen, die Gemeinde kennenzulernen und einfach Teil davon zu sein. Also von daher, wir brauchen diese Kleingruppen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die große Frage ist ja die, wie sieht jetzt dieses Gitter für uns persönlich aus? In unserem Leben. Was ist da bei dir da davon? Ist es vielleicht nur so ein Stab? Vielleicht sind es mehrere Stäbe wie hier, vielleicht ist es eine Riesenwand, wo du sagst, da ist ganz, ganz viel da in meinem Leben. Oder vielleicht ist auch gar nichts da und du sagst, ich fühle mich eher so wie irgendwie der einsame Kaktus in der Wüste oder so ähnlich und alle sind weit weg, keiner will was mit mir zu tun haben. Wäre schade, wenn es so ist. Und ich glaube, das ist ein Zustand, den Gott nicht will, sondern er will, dass sich das ändert, dass du Teil davon bist. Christ sein kann man nicht alleine leben. Das ist per Definition eigentlich unmöglich, wenn wir in die Bibel gucken. Das funktioniert nicht, sondern man braucht diese Gemeinschaft. Wie sieht es jetzt praktisch aus, wenn wir heute Morgen über Kleingruppen reden? Wo fängt man dort jetzt an? Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, wir müssen das alles hier definieren und 20 Sachen müssen da auf meiner Liste stehen, die ich alle mache, damit ich geistlich wachse. So mein geistlicher Trainingsplan. Aber das ist natürlich nicht ganz Sinn der Sache. Sondern man fängt einfach mal klein an. Und der Anfang ist Apostelgeschichte 2, wenn wir sehen, ganz einfach, sie waren zusammen. Damit fing es erstmal an. Und sie blieben zusammen. Veränderung geschieht immer im Kontext von Beziehungen. Wenn wir uns mal kurz die Frage stellen, wo ist Veränderung in deinem Leben passiert, so in letzter Zeit? Welche Ereignisse gab es? Was hat sich bei dir vielleicht verändert? Und dann frag dich mal, welche Menschen waren daran beteiligt? Welche Beziehungen waren da Teil davon, von dieser Veränderung? Wenn ich so in mein eigenes Leben schaue, ich glaube, ich wüsste,
so gut wie keine Veränderung, wo niemand dran beteiligt gewesen wäre. Vor allem bei den allergrößten Veränderungen, vom Heiraten bis zum Elternwerden. Beziehungen sind das, was es eigentlich ausmacht und was wir eigentlich brauchen. Und dazu ist natürlich auch ein Sonntagmorgen zu wenig, deshalb brauchen wir Kleingruppen. Wie sieht es praktisch aus mit diesen Kleingruppen? Abgesehen davon, die Dienste gibt es natürlich genauso, wie schon gesagt. Das funktioniert relativ ähnlich. Ist nochmal ein Tick andere Ausrichtung auch. Da geht es natürlich auch mehr um die Projekte, die man hier macht und um die Dinge, die wir einfach auch tun wollen. Das steht bei den Kleingruppen vielleicht jetzt nicht, bei allen mindestens nicht ganz so im Fokus. Aber wenn wir über Kleingruppen reden, muss man eins vorne wegschicken. Der Name ist eigentlich völlig egal. Ob du das Hauskirche nennst, ob du das Kleingruppe nennst. Ganz früher haben wir es mal Hauskreis genannt. Ja, egal welcher Name. Wichtig ist, was passiert und was in der Gruppe abläuft. Das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Wir nennen es im Moment Kleingruppen, weil das vielleicht am verständlichsten auch von außen her ist und relativ breit ist und da recht viel reinpasst in diese Schublade. Das ist eigentlich der einzige Grund. Jetzt ist es so, dass es bei uns lang- und kurzfristige Gruppen gibt. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir die Gruppen vorstellen. Langfristig heißt, das sind einfach Gruppen, die laufen weiter. Da gibt es manche Gruppen, die laufen schon seit vielen Jahren und die laufen richtig gut. Und das ist eine super Sache, auch langfristige Sachen zu haben. Und dann gibt es manche Kleingruppen, die laufen kurzfristig. Die laufen vielleicht nur ein paar Monate. Wir haben da immer so zwei Zeiten im Jahr. Zweimal, nein, nicht ganz ein Halbjahr. Im Herbst ist immer ein bisschen kürzer. Wo man einfach sagen, das sind so fest definierte Zeiten, wo manche Gruppen auch nur in dem Zeitabschnitt ablaufen. Warum? Weil wir festgestellt haben, manche Themen lohnen sich für einen gewissen Zeitraum. Die machst du nicht über Jahre weiter, das wäre vielleicht einfach zu viel und irgendwie überflüssig. Und das andere ist, es ist auch immer gut, manches dann neu zu mischen und zu sagen, hey, jetzt war ich ein halbes Jahr in der Gruppe oder ein Jahr oder so, jetzt ist vielleicht einmal dran, was anderes zu machen. Vielleicht kommt dann ein anderes Schwerpunktthema gerade in deinem Leben. Wenn du sagst, jetzt war ich lange hier mit Vergangenheitsbewältigung oder sonst wie unterwegs, jetzt ist vielleicht auch dran, mal wieder was anderes zu tun. Das könnte Sinn machen. Und wir machen das auch deshalb mit den kurzfristigen Gruppen, weil wir immer wieder diese Frage aufwerfen wollen, was ist eigentlich mein nächster Schritt? Wie geht es denn jetzt für mich weiter? Und das ist egal, ob kurz- oder langfristige Gruppe. Ich glaube, auf die Frage brauchen wir immer wieder neue Antwort. Dass wir wissen, hey, was ist Gottes Plan? Wo will er mich jetzt haben? Was ist für mich der nächste Schritt? Was ist vielleicht auch die nächste Herausforderung für mich, an der ich wachsen kann? Worauf darf ich mich als nächstes einlassen? Oder wo kann ich mich auch einbringen? Oder wo kann ich selber eine Gruppe starten? Das wäre ja auch immer eine gute Frage. Kleingruppen, was läuft da praktisch? Geistliche Gemeinschaft ist, denke ich, ein gutes Stichwort, wo man sich austauscht, wo man eben im Gebet ist, wo man von Jesus gemeinsam lernen. Und dann ist natürlich eine Regelmäßigkeit drin, wie bei der ersten Gemeinde auch. Ihr merkt schon, das hat da auch sein Vorbild in diesem Apostelgeschichte 2. Ich meine, wir treffen die, ich kenne jetzt keine Gruppe von uns, die sich täglich trifft, aber sagen wir mal so, alle 2 Wochen ist meistens ein guter Rhythmus für die meisten Gruppen. Täglich wäre ein bisschen viel zugegeben, kommt auch vielleicht aufs Thema an. Aber so alle zwei Wochen ist zum Beispiel ein guter Rhythmus oder wöchentlich oder wie auch immer. Und dann hat man so eine Regelmäßigkeit drin und das hilft unheimlich. Und das Ziel ist, dass wir eben zusammen wachsen und dass wir offen sind für Neue, dass da was passieren kann. Wie komme ich denn jetzt praktisch zu diesen Kleingruppen, von denen wir jetzt gleich hören werden? Die Leiter dürfen sich schon mal bereit machen. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Schau auf unsere Homepage, dort kann man sich online anmelden. Da sieht man kurze Beschreibungen zu allen Gruppen. Das ist ganz, ganz einfach, in Kontakt zu kommen, auch mit den Leitern aus diesen Gruppen. Oder ihr kommt einfach direkt auf uns zu oder auch auf die Verantwortlichen, die ihr gleich sehen werdet. Könnte man sich nur eine Frage zum Schluss auch stellen? Ja, jetzt mit der Gruppe und so weiter, jetzt muss ich mich ja irgendwie, soll ich mich da jetzt festlegen? Kann ich nicht irgendwie die Woche mal in die eine Gruppe gehen und die nächste Woche bin ich vielleicht in der anderen Gruppe und die dritte Woche habe ich vielleicht keine Lust oder so? Könnte ja auch sein. Oder andere Sachen vor. Warum würden wir sagen, das macht nicht so richtig Sinn? Ich glaube, auch da ist die Pflanze ein gutes Beispiel. Wenn man diese Pflanze nicht irgendwo einpflanzt, dann wird sie auch nicht wachsen. Wenn wir die nur ständig rumtragen und sagen, ja, so heute Abend stellen wir sie irgendwo anders hin und pflanzen sie wieder woanders rein und morgen früh steht sie im Garten und 3 Tage später ist sie wieder auf dem Gartengrundstück oder sonst wo, das wird nicht richtig gut gehen und das wird der Pflanze auch nicht gut tun. Sondern es ist wichtig, dass da feste Wurzeln sind, dass da ein Platz ist, wo wir wachsen können. Der ist wichtig und den brauchen wir. Von daher, wir dürfen heute neu drüber nachdenken. Wo ist mein Platz? Was ist mein nächster Schritt? Auch gerade für diese nächsten Monate. Und
wir wissen, wir haben jetzt einen Sommer vor uns und das ist richtig gut. Dann wird aber auch ein Herbst kommen und es kann sein, dass der wieder ein bisschen herausfordernder wird von der Gesamtsituation. Ich denke, da dürfen wir uns nichts vormachen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns nicht nur auf Sonntagsgottesdienste verlassen, sondern dass wir diese Kleingruppen sehen und dass wir versuchen, diese Kleingruppen durchzuziehen. Und wenn man so diese ganzen Krisen im Moment auch auf dieser Welt sieht, dann glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir starke Kleingruppen haben. Weil nur wenn wir starke Kleingruppen haben, dann werden wir ein starkes Christsein leben können. Das wird nicht anders funktionieren. Und das ist das, was wir in Zukunft ganz stark brauchen. Das ist für uns auch als Leitung eine von den Punkten, würde ich sagen, die wir so aus dieser ganzen Krisenzeit die letzten Jahre schon irgendwie massiv auch mitnehmen, wo wir sagen, wir brauchen diese Beziehungen und diese Gruppen und diese Verbindungen, ob das Kleingruppen sind, ob das Dienste sind, was es auch immer ist. Aber wir brauchen diese Dinge mehr denn je. Das ist so wichtig, auch für die Zukunft. Das ist, wird auch unsere einzige Chance sein, langfristig gesehen, bin ich überzeugt davon. Nicht, weil es keine Gottesdienste mehr geben wird, aber einfach, weil es tiefer gehen muss an manchen Punkten. Und weil wir diese Gruppen brauchen und diesen Austausch und diese Gemeinschaft. Von daher ist unser Ziel zu sagen, wir wollen eigentlich so ein Angebot haben, dass wir sagen, jeder findet irgendwo seinen Platz in diesem Ganzen. Ob das in der Kleingruppe ist, ob das im Dienst ist, ob das in beidem ist. Wichtig ist, dass du nachher am richtigen Platz bist. Dass du was für dich findest, wo passt, wo du merkst, da will Gott dich gebrauchen. Und wenn es nichts Passendes gibt, denk doch darüber nach, selber was zu starten. Das ist auch immer eine gute Idee. Deshalb starte ich immer selber Gruppen, weil ich mir immer sage, die Themen, die ich habe, die hat wahrscheinlich sonst keiner. Nee. Also starte ich einfach selber eine Gruppe. Das ist auch eine tolle Sache. Und dann kommen andere dazu, die kann man dann dazu einladen. Können wir vielleicht einen Moment noch kurz dafür beten, oder so, für diesen nächsten Schritt, für diesen richtigen Platz. Ich glaube, wir werden jetzt gleich eine Menge praktische Infos hören, wie das aussehen kann. Aber lass uns doch beten, dass Gott da auch zu uns redet. Weil nochmal, man kann vieles machen und vieles tun. Entscheidend ist aber, dass Gott uns auch mit an den richtigen Platz bringt, dass er uns das zeigt. Und Jesus, danke. Danke für diese geniale Möglichkeit von Kleingruppen. Danke, Herr, dass du uns da sowas in die Hand gegeben hast, wo so ein Segen sein kann. Wo so viel Veränderung passieren kann, wo uns nach vorne bringt, wo uns weiterbringt. Danke dafür, Herr. Und Herr, du siehst jetzt auch, wie es im Moment aussieht, welche Gruppen wir haben, was alles am Laufen ist, welche Möglichkeiten es gibt. Und du siehst, dass wir dieses Gitter brauchen, um wachsen zu können, dass es nicht einfach so passiert. Und Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns heute Morgen, dass du zu uns redest, ganz praktisch. Dass du uns zeigst, was dein Plan für unser Leben ist. Dass wir wissen, wo ist mein nächster Schritt? Wo ist meine nächste Gruppe? Wo ist das nächste Thema, wo du deinen Finger drauf legst und sagst, hey, beschäftige dich doch mal damit. Rede du zu uns, Herr. Und ich bete es jetzt auch, wenn wir uns gleich praktisch diese Gruppen anschauen. Dann rede du doch in unsere Herzen, Herr. Und zeig uns, was für uns ganz persönlich dran ist. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir das Ganze praktisch machen und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns da richtig Zeit auch heute Morgen und deshalb darf ich jetzt alle Kleingruppenleiter mal hier nach vorne bitten. Kommt einfach mal hier mit auf die Bühne oder vor die Bühne, dann verteilen wir uns alle hier. Es sind eine ganze Menge, die auch da sind heute Morgen. Und dann wollen wir einfach mal kurz von euch hören, wie das denn praktisch so aussieht. Genau, ihr dürft einfach mal hier mit herkommen. Super. Lass uns ihnen doch mal einen Applaus geben, weil das ist ein echt toller Dienst, den sie hier machen. Ihr dürft ruhig ein bisschen mehr hier auf die Bühne kommen. Wir haben, glaube ich, genug Platz. Das kriegen wir hin. Perfekt. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir einfach mal kurz hören. Genau, super. Dass wir einfach mal so kurz der Reihe nach hören, was läuft denn in diesen Kleingruppen? Was ist denn da alles so geboten? Was passiert dort? Wann trifft man sich? Ist natürlich auch immer ein spannender Punkt. Und ja, vielleicht gibt es ja auch manche Voraussetzungen in der einen oder anderen Gruppe. Und genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal der Reihe nach an, oder? Jeder mal so kurz durch 2 Minuten, kurzen Eindruck von eurer Kleingruppe. Rahel, Stefan, bitte, ihr dürft loslegen. Ja, wir sind Rahel und Stefan Hoppenstock. Wir gehören zu einer Kleingruppe, die heißt Kleingruppe International. Unsere Schwerpunkte sind, dass wir über ein Bibelthema reden, Gebet, Lobpreis. Und was uns ganz wichtig ist, ist Freundschaft zu leben. Dass jeder auch, der was hat, dass das auch wirklich vorkommt. Der was hat an Dingen, die ihm wichtig sind. Und das kommt auch bei uns vor. Und bei uns ist noch so, dass wir Deutsche sind, Schweizer, Italiener, Und auch Farsi-Sprechende. Also wir sind wirklich bunt gemischt und bei uns ist jeder auch herzlich willkommen.
Cool, vielen Dank. Also wir treffen uns jeweils alle 2 Wochen an einem Freitag und bei einer Familie in Leonberg. Wer nicht dabei sein kann live, der kann sich auch über Zoom bei uns einloggen. Cool, das ist richtig gut. Ich habe noch was vergessen. Das Besondere ist, dass wir auch in Farsi übersetzen. Wow, also richtig international. Toll. Okay. Ja, mein Mann und ich, wir leiten die Gruppe Gebet und Austausch. Wir sind leider noch ein bisschen wenige, wir sind nur 5 Leute und würden uns ganz sehr darüber freuen, wenn noch mehr dazu kämen. Wir treffen uns einmal die Woche mittwochs um 20 Uhr. Und zwar machen wir das immer einmal in Wampron bei Familie Schüle und einmal bei uns, immer im Wechsel. Ja, und uns ist natürlich ganz wichtig, also auch für Dinge, für Anliegen zu beten und auch uns über Bibelabschnitte einfach mal zu unterhalten, die verschiedenen Sichten anzuhören. Genau, und natürlich halt auch Austausch, was ganz wichtig ist, gerade in dieser Zeit. Wenn die Treffen nicht möglich waren, also in live, dann haben wir das per Zoom gemacht, damit es einfach weiterging und nicht, dass irgendwo so ein Bruch drin war. Genau. Cool. Vielen Dank. Die Sibylle und ich, wir möchten gerne ab Herbst einen Kurs anbieten, und zwar für Frauen. Ein Scheinkurs, habe ich es richtig umsorgen? Scheinkurs. Wir haben euch draußen auf Flyer liegen. Und ich sehe hier einige, die schon teilgenommen haben. Und wir haben schon 2-3 Mal gemacht. Es waren immer ganz kostbare Zeiten, die wir hätten. Es ist ein Kurs, wo du einfach mal für dich auftanken kannst, wo du kommen kannst. Und ja, wo nicht nur kopflastig ist, sondern wo es auch um Austausch geht, um Miteinander. Aber auch einfach manches praktisch umgesetzt wird. Und es ist total schön. Wir haben immer ganz viel Spaß miteinander. Was sollte ich noch sagen? Genau. Ich fände es ganz arg schön, wenn ihr Flyer mitnimmt und andere einladet. Es ist nicht hyperchristlich. Man kann wirklich auch Nicht-Christen oder Kirchenferne gut dazu einladen. Und es ist auch toll, wenn ihr Männer eure Frauen freisetzt, dahin zu gehen, vielleicht die Kinder übernimmt, wie auch immer. Weil es wirklich ein paar Wochen sind. Ich glaube, sie bringen wirklich Veränderungen für die Frauen, die dabei sind. Also von daher. Ich ergänze noch ganz kurz, es wird auch 14-tägig laufen, auch freitags bei Fröbels, also auch ein gemütlicher Rahmen. Genau, also ich freue mich riesig drauf. Es geht dann so bis kurz Anfang Adventszeit, ich glaube Anfang, Mitte Dezember sind wir dann fertig, wenn alles klappt. Genau, also seid gespannt und wir freuen uns auf jeden, der da dazu kommt. Und es ist natürlich ein abgeschlossener oder in sich geschlossener Kurs, also es wäre natürlich gut, wenn man dann von Anfang bis Ende auch dabei ist und nicht nur 1-2 Mal, weil das ein bisschen aufeinander aufbaut. Also es wäre sehr gut, wenn man sich anmeldet, dass man sich bewusst ist, das sind dann so 8-9 Termine und die lohnen sich auch, die alle mitzunehmen. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich heiße Johnny und habe die Ehre, heute Morgen die Kleingruppe oder Hauskreis, Hauskirche, wie auch immer, für junge Erwachsene in und um Leonberg vorzustellen. Vorstellung, inhaltlich, was machen wir? Ungefähr das, was in der Predigt so angerissen wurde. Wir essen und wir machen noch anderes. Nein, Spaß beiseite. Wir beten zusammen, wir lesen in der Bibel, wir verstehen uns einfach auch gut. Es gibt hoffentlich immer guten Kaffee, definitiv. Und wann ist das Ganze? Mittwochs. Meist jede Woche 19.30 Uhr. Die Location, die ändert sich immer wieder. Kann ein Wohnzimmer sein, kann zum Beispiel hier sein oder auch ein Gartengrundstück, wenn mal besseres Wetter ist. Oder wir setzen uns auch mal irgendwo hin und trinken was. Ein kurzer Gedanke. Ich glaube, damit sind alle Fragen geklärt. Vielen Dank, super. Ja, mein Name ist Monika und ich möchte den Bibeltee vorstellen. Das ist eine Gruppe, wir treffen uns schon seit 10 Jahren. Und zwar ist es eine Gemeinschaft mit Menschen mit Behinderung.
ja, wir haben auf dem Herzen, mit den Menschen zusammen zu Gemeinschaft zu haben und einfach einen gestalterischen Nachmittag auch zu verbringen. Und zwar sieht es so aus, dass wir zuerst eine Tischgemeinschaft haben. Also es kommen so circa 10 bis 12 Bewohner vom Behindertenheim zu uns. Wir essen und trinken zusammen. Dann machen wir einen biblischen Impuls oder eine biblische Geschichte. Da sind wir auch sehr kreativ, darf man auch sein, also auf ganz verschiedene Art und Weisen. Und wir singen auch sehr gerne Lieder zusammen. Und das Ganze findet statt im Behindertenheim im Ramtl, also hier ganz in der Nähe. Wir treffen uns einmal im Monat, und zwar immer am Freitag von ca. 14:30 bis 17:30 Uhr. Und wie gesagt, es ist einfach eine schöne Sache. Das bereichert einen selber, dieser Dienst. Und ja, man kann einfach Gemeinschaft mit den Menschen haben, die sehr liebevoll sind und ganz wertvolle Menschen sind auch. Und wir laden ganz herzlich ein, bei uns teilzunehmen oder einfach auch nur vorbeizukommen und mal dabei zu sein. Also wir sind momentan 5 Personen, die diesen Dienst machen. 3 aus unserer Gemeinde und 2 aus einer befreundeten Gemeinde in Leonberg. Also herzliche Einladung dazu. Super. So, und ich darf unsere Kleingruppe vorstellen. Muss hoch. So? Okay, alles klar. Wir sind eine wahnsinnig langfristige Kleingruppe. Also uns gibt es schon 25 Jahre. Nicht immer in der gleichen, genau, nicht immer in der gleichen Besetzung, aber Monika zum Beispiel schon 20 Jahre dabei. Sie ist unser Dienstälteste gerade im Moment. Bald 20, genau. Wir treffen uns, das sagt der Olaf nachher noch was dazu, immer Montagabends, 19.30 Uhr. Wir sind etwa so 10 bis 15 Personen. Ja, jetzt in Corona-Zeiten hat es auch ein bisschen abgenommen. Durchschnittsalter wollte ich nicht ausrechnen, aber es ist so um die 60 vielleicht. Also eher für ältere Leute. Ich habe es mal bloß überschlagen. Aber es ist eigentlich auch schön, weil wir alle so ähnlich in ähnliche Lebenssituationen sind. Genau, und der Olaf sagt jetzt noch ein bisschen was zum Inhaltlichen. Genau, also die Frage ist, was machen die alten Leute, wenn sie sich jede Woche treffen? Ja, also uns ist tatsächlich so das Wachstumsgitter, das wir vorher gesehen haben, das trifft es ganz gut. Wir haben Gemeinschaft, wir beten zusammen. Wenn jemand Unterstützung braucht, helfen uns auch gegenseitig praktisch. Ja, der erste Punkt war Lehre der Apostel, naja. Die gibt es vielleicht nicht so sehr. Typischerweise unterhalten wir uns über das Thema von der Predigt. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie lange wir darüber reden können. Also auch online geht es eigentlich meistens eine halbe oder dreiviertel Stunde lang. Also immer lebhafte Diskussionen. Lebt natürlich vor allem von den Leuten, die da dabei sind. Und es ist einfach eine lebendige Gemeinschaft. Und ja, es macht Spaß. Genau. Vielen Dank, super. Vergessen? Online. Ach so, wir treffen uns alle 2 Wochen online per Zoom und 2 Wochen dann in Präsenz. Hier steht das Rudesheim, ist momentan nicht aktuell. Wir haben Teilnehmer, die können nicht so viele Stufen in unsere Wohnung rauflaufen und dann treffen wir uns halt woanders. Genau. Top. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft gleich noch kurz oben bleiben. Wir würden jetzt gerne noch für euch beten. Aber davor haben wir noch 2, 3 Gruppen, die ich noch vorstellen darf. Auch deshalb, weil nicht alle heute Morgen hier sein können von unseren Verantwortlichen. Da wäre zum einen die junge Erwachsenenhauskirche aus Weissach. Genau, ihr seht es hier vorne schon. Die Biggie Essig ist da zuständig. Die treffen sich in und um Weissach, würde ich mal sagen, auch in verschiedenen Wohnzimmern. Normalerweise Dienstagabends. Ist auch eine super Sache, so wenn du dich jung und erwachsen fühlst, irgendwie dabei zu sein. Eine ganz tolle Gruppe, die da auch zusammen ist. Von daher ähnlich wie auch die andere junge Erwachsenenhauskirche. Da haben wir verschiedene Angebote. Und auch da sind viele verschiedene Aktionen geboten. Viele unterschiedliche Dinge, die am Laufen sind. Inhaltlicher Austausch, Gebet und ganz praktische Aktionen. Gemeinschaft und ein guter Kaffee sicher auch. Genau, so viel zu der Gruppe. Dann haben wir die junge Leiter-Kleingruppe. Das ist ein bisschen ein besonderes Projekt. Das ist eine der Kleingruppen, die wir als Gemeindeleitung direkt selber machen in dem Sinn. Wir treffen uns allerdings nur einmal monatlich
Und zwar mit allen, die jung sind, sich fühlen. Wir haben es mal 35 draufgeschrieben, so plus minus würde ich sagen. Das ist, sagen wir mal, wir sind da großzügig, würde ich jetzt, wir sind da nicht so eng. Also wenn du jetzt mit 85 auch dazu kommen willst, können wir drüber reden. Aber ja, warum auch nicht. Jedenfalls wichtig ist uns zu sagen, wir wollen einfach Leiter fördern, die auch vielleicht neu im Dienst drin sind oder die da am Reinwachsen sind. Und natürlich auch die nächste Generation an Leitern hier in unserer Gemeinde. Deshalb ist uns das auch als Leitungsteam so wichtig. Ich sage es nicht zu unserem Durchschnittsalter, aber so jung sind wir auch nicht mehr. Jedenfalls, wir wissen, wir brauchen da neue Leute auch in Verantwortung. Und das ist das Angebot, wenn dich das irgendwie betrifft und du sagst, vielleicht würde ich gerne was leiten, aber mache ich noch gar nicht, dann kann man da auch dazukommen. Einmal im Monat, meistens nach dem Gottesdienst im Moment, sind unsere Treffen. Das ist das eine. Und dann gibt es nochmal tatsächlich eine Kleingruppe, die ich auch selber mache, die ich selber neu starten werde. Und zwar geht es da um diese emotional gesunde Nachfolge, könnte man es auch sagen. Vieles kam auch schon ein bisschen in der Predigt vor. Ganz simple Gruppe, wir werden dieses Buch hier lesen. Emotional gesunde Nachfolge von Peter Scazzero, kam dieses Jahr auf Deutsch raus. Ist ein richtig, richtig gutes Buch, eines der besten, die ich die letzten Jahre gelesen habe zum Thema Jüngerschaft, beziehungsweise wie wir auch gesund Jesus nachfolgen in vielerlei Hinsicht. Eine ganz wichtige Sache, das Beispiel mit dem Gitter ist da auch eins davon. Und wir werden so machen, einfach aus Gründen der praktischen Geschichte, auch bei mir persönlich gerade, werden wir uns dienstags treffen um 19 Uhr, circa eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, und wir werden das Ganze online machen. Dann sparen wir einfach eine Menge Zeit, dann ist es so ein kurzer Punkt in der Woche. 10 Abende im Herbst, 10 Kapitel hat das Buch. An jedem Abend werden wir uns über ein Kapitel gemeinsam austauschen, gemeinsam ins Gebet gehen und das ein bisschen reflektieren, was wir da zusammen lesen. Voraussetzung ist natürlich, sich das Buch zuzulegen, daran führt dann kein Weg dran vorbei. Uns natürlich auch lesen zu wollen, 250 Seiten. Also ich glaube, das kann man machen in 3 Monaten. Das ist realisierbar, man kann ja auch jetzt schon anfangen. Ja, also so viel zu den Kleingruppen. Und jetzt haben wir noch eine, und die sind nämlich auch heute nicht da, nämlich Markus und Olivia. Die haben uns aber ein Video geschickt. Die sind nämlich heute in Calw im Gottesdienst und stellen da unsere Uganda-Projekte vor. Deshalb können sie nicht dabei sein. Aber wir können mal kurz reinschauen, was sie uns weitergeben. Ja, hallo, liebe Freunde. Wir sind heute nur per Video dabei, weil wir gerade in Calw sind. Aber wir wollen euch herzlich einladen in unsere Kleingruppe. Das ist die internationale Gebetsgruppe. Und wir beten für alles Mögliche, für die persönlichen Sachen, für die Gemeindesachen, für die Gruppen, die es gibt und für die ganz großen Sachen. Wir treffen uns dienstags um 19.30 Uhr hier im Gemeindezentrum und Gebet ist eine richtig klasse, tolle Sache. Ja, richtig. Wir möchten euch ermutigen, zu kommen und beten. The Bible says, in John chapter 15. In Johannes 15 sagt uns die Bibel. Verse 7. Vers 7. It says, if you remain in me. Wenn ihr in mir bleibt. And my word remain in you. Und mein Wort in euch bleibt. You may ask for anything. Dann könnt ihr um bitten, was ihr wollt. You want. And it will be granted. Und es wird euch gegeben werden. So we want to encourage you. Wir wollen euch also ermutigen. Come in this group and we pray. Komm in die Gruppe und wir beten. And we ask whatever we want. Wir werden bitten um was auch immer. God has promised to grant us what we. Gott hat uns versprochen, er wird uns die Dinge geben. Ja, für wen ist denn die Gruppe geeignet? Eigentlich für alle. Für die, die schon lange im Glauben sind. Und für die, die noch ganz am Anfang stehen und noch gar nicht ihr Plätzle gefunden haben, für die, die ganz fokussiert sind auf ein bestimmtes Ziel oder die erstmal eine Heimat finden müssen. Es ist für alle Nationen, jeder Farbe, jeder Sprache. Wir können in allen Sprachen zusammen beten und haben wir schon viel Gutes erlebt und wir freuen uns, wenn wir da wachsen können. And we continue to say, come. You pray for yourself, come, we pray for others, come, we pray for the world, komm, we beten, all need God. Komm, du kannst für dich beten, wir beten füreinander, wir beten für die Welt, wir alle brauchen diesen Gott. Ja, tschüss. Ja, vielen Dank. Genau. Wow.
Jetzt haben wir hier ganz viel gehört von ganz vielen Gruppen. Wie gesagt, es gibt auch noch Jugendgruppen aus der Jugendarbeit, die man eigentlich noch ergänzen müsste. Ganz viele Dienstteams, die da noch mit dazugehören. Es gibt richtig viele Möglichkeiten, Teil davon zu sein. Lasst euch einladen, euch mit einzuklinken an der Stelle, wo ihr einfach merkt, da will Gott euch auch haben und da ist der richtige Platz. Jetzt können wir es so machen, wenn wir diese Leiter hier schon mal alle auf der Bühne zusammen haben. Ich glaube, das ist so ein starkes Team und so ein toller Dienst, den ihr hier auch macht, den wir, glaube ich, oft zu wenig beachtet haben, sicherlich, der oft zu viel untergeht, wenn man so die letzten Jahre auch sieht. Aber ich glaube, es ist so eine ganz zentrale Sache in dieser Gemeinde. Und ihr investiert da alle so viel Herzblut auch rein in diese Gruppen, wenn man das sieht. Ich bin ja gerade dabei, auch ein bisschen so durch die Gruppen durchzuwandern. Das ist einfach stark, was man da so miterlebt. Von daher ein ganz großes Dankeschön, dass wir auch als ganze Gemeinde an euch weitergeben und an eure Bereitschaft, auch eure Zeit da zu investieren. Das ist ja auch ganz schön Zeitaufwand, der da dahinter steckt. Und ich glaube, wir könnten jetzt eins machen als Gemeinde. Lasst uns doch sie alle segnen, oder? Können wir für sie beten? Können wir das tun heute Morgen? Wer will, darf gerne seine Hände ausstrecken oder auch ganz im Stillen beten, wie ihr das wollt. Und dann lasst uns gemeinsam beten, dass sie echt gesegnet sind für ihren Dienst, für alles, was hier passiert. Und Vater, danke. Danke für diese tollen Möglichkeiten, dass du uns so viele Gruppen geschenkt hast, Herr. Dass wir auch so viele Verantwortliche haben, die bereit sind, sich da einzubringen. Herr, das ist echt außergewöhnlich. Und ich will dir Danke sagen für jeden Einzelnen, auch für die, die heute Morgen nicht persönlich da sein können. Die schließen wir mit ein in dieses Gebet heute Morgen. Herr, und wir segnen diese Leiter hier vorne. Wir segnen sie in deinem Namen, Herr. Mit Ermutigung, Herr. Mit Kraft für alles, was sie tun. Auch mit einer Ausdauer, Herr. Wir haben gehört, dass manche Gruppen schon so lange auch am Laufen sind. Und so ein Segen, Herr. Und wir beten, Herr, dass du ihnen Weisheit gibst. Dass du ihnen die Dinge zur Verfügung stellst, die sie brauchen für ihre Gruppen. Ob das Themen sind, ob das Ideen sind, ob das manchmal einfach nur ein Durchblick und Ermutigung ist, Herr. Wir beten, dass du sie ausstattest mit allem, was sie für ihren Dienst brauchen. Und wir sagen dir Danke, dass sie diesen Dienst tun, Herr. Belohn du sie dafür, Herr. Und Jesus, wir beten, dass es Gruppen sind, die wachsen, dass viele auch in diese Gruppen dazukommen, dass es richtig starke Gruppen sind, mit einer starken Gemeinschaft, mit einer echten Offenheit auch voreinander und vor dir, Jesus. Und wir beten, dass es auch zustande kommen kann im Herbst, Herr, dass die Dinge funktionieren, dass es möglich sein wird, dass sich diese Gruppen auch treffen können. Und wir stellen sie unter deinen Schutz, Jesus. Danke, Herr. Und danke, dass du auch hier die Verantwortlichen, dass du sie nicht persönlich vergisst, Herr, sondern dass sie einfach auch persönlichen Segen von dir empfangen dürfen. Für ihre Situation, für das, was bei ihnen ganz persönlich auch dran und wichtig ist. Danke, Herr. Danke, dass du mit ihnen bist, Jesus. Und danke für diese Gruppen, die jetzt starten, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank euch. Und ich denke, ihr seid ja sicher auch noch nachher ein paar Minuten da. Da kann man ja auch nochmal auf euch zugehen, wenn es Fragen vielleicht zur einen oder anderen Gruppe gibt. Dann schaut doch einfach, nutzt die Gelegenheit. Kommt direkt auf alle zu. Ihr dürft gerne wieder rüber. Genau. Vielen Dank euch. Wow. Was für ein Segen, oder? Jetzt ist nur noch die eine Frage eben offen. Wie sieht es für uns persönlich aus? Wo ist unser nächster Schritt? Wie sieht unser Gitter aus? Und lasst uns das doch nochmal mit weiter bewegen, auch im Gebet und auch mit reinnehmen in das, was kommt. Aber ich denke, lasst uns Gott echt nochmal alle Ehre geben, auch mit diesem nächsten Lied. Ich denke, wir haben es viel Ermutigendes gehört, viele tolle Sachen, die am Laufen sind. Und es hat damit zu tun, dass einfach Gott am Wirken ist. Amen. Lasst uns ihm doch nochmal alle Ehre geben. Habt ihr noch eins? Passt. Immer die Spontanität hier vorne, gell? Nee. Also wenn ihr noch eins habt, dann super, sonst gebe ich gleich an den Stefan weiter. Ihr müsst es uns nachsehen, bitte. Wir machen so, ich beschließe es jetzt. Wir haben jetzt die ganzen Kleingruppen leider gesegnet, ich will auch einen Segen. Wir machen das so, ich spreche den Segen über uns alle aus. Dann machen wir das Schlusslied und im Schlusslied kommt noch das Opferkörbli rum. Da tu das rein, wo du gerne gibst, wo der Herr dir aufs Herz legt. Manchmal vielleicht hast du auch so ein, sagst du, ja, heute gibst du 10 Euro, heute 5 Euro, heute 2 Euro oder was auch immer. Dann leg das rein, gib's freudig, segne auch dieses Opfer. Und ja, ich möchte uns alle jetzt einfach segnen, möchte euch bitten, dass wir aufstehen gemeinsam, die wo können. Halleluja.
Danke, Jesus, dass du so ein großer und bunter Gott bist. Und danke, dass du uns ganz persönlich kennst. Und danke, dass du, Heiliger Geist, jetzt einen ganz persönlichen Segen hast. Und ich rufe diesen Segen aus und dieses Wunder über jeden Einzelnen und über dich und deinem Leben jetzt und über deinen Alltag und über deiner nächsten Woche, dass der Segen Gottes mit seiner ganzen Kraft und Fülle, mit seiner ganzen Hoffnung und mit der ganzen Führung und mit dieser Freude Gottes, die über unser Verstehen und Denken hinweggeht. Und mit diesem Segen segne ich dich für heute, für diesen Tag, dass sich Dinge ändern, auch in deinem Leben. Ich segne dich in dem Namen Jesus mit der Kraft Gottes. Und ich rufe Heilung aus in dem Namen Jesus, dass Heilung durch den ganzen Raum geht. Halleluja. In dem Namen Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Amen. Habt eine gute Woche und tschüss, bis zum nächsten Mal. You're the only one.